euch mal verlassen. Ich zeige euch mal ein paar PC-Tipps. Ja. Das Einfachste ist unter Einstellungen die Updates. Ja, die sollten immer auf dem neuesten Stand sein. Eben das nächste wäre Aktivierung, ob euer Windows aktiviert ist. Windows 10 Pro, hier oben steht dann Windows wurde mit einer digitalen Lizenz aktiviert. Da wäre soweit alles in Ordnung. Ja. Dann gehen wir nochmal auf die Startseite, System. Hier unter Netzwerkeinstellungen, Bildschirm ausschalten, zum Beispiel nach 10 Minuten. Energiesparmodus habe ich hier auf 2 Stunden. Des Weiteren kann man über Infos, alle Infos über den PC, Gerätemanager, hier alle Geräte, zum Beispiel Prozessor, hier in dem Fall 12 Kerne, zum Beispiel eure Grafikkarte, hier die 3060. Dann könnt ihr unter Bildschirm oder Anzeige, je nachdem, unten erweitert, dann wieder Adapter. Hier seht ihr dedizierte Videospeicher. Wenn ihr eine Grafikkarte eingebaut habt, habt ihr hier 12 Gigabit, in dem Fall 12.288 Mbits, das entspricht 12,288 Gigabit. Eben steht hier drin, ja, wie viel das ist bei euch. Eben bei mir steht dann nochmal hier GeForce RTX, also die Grafikkarte, die eingebaut ist. Und hier oben steht es auch nochmal. So, was haben wir noch? Eben wichtige Computereinstellungen. Also hier für ganz langsam, ja. Eben hier unten ist immer das Windows-Feld. Einmal anklicken. Auf das Zahnrad ist Einstellung. Nachdem, meistens ist ja nur Update und Sicherheit oder halt im System was machen, eben oder nach. Schauen, ja, da kann man eben, wie gesagt, wo man im Gerätemanager kann man, zeige ich euch nochmal, wenn bei euch irgendwas nicht funktioniert, zum Beispiel die Grafikkarte, wählen wir mal die Grafikkarte aus, zum Beispiel die Grafikkarte anklicken, ja, hier kann man unter Allgemein, ja, hier Treiber, zum Beispiel, wenn mit der Grafikkarte irgendwas nicht sein sollte, eben, zum Beispiel hier auf Treiber aktualisieren, ja, erstmal automatisch nach Treibern suchen, ja, eben hier steht, dass der beste Treiber installiert ist, ja, okay, in dem Fall ist ja auch nichts mit der Karte oder so, ja, auf Computer suchen macht soweit keinen Sinn, es sei denn, ihr habt den Treiber runtergeladen aus dem Internet, ja, dann könnt ihr natürlich auch das auswählen, ja, wo ihr den zum Beispiel dann abgelegt habt und so weiter. Man könnte ihn dann von dort aus auch installieren, ja. Wie man zum Beispiel so einen Treiber, wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind, ja, eben dann die RTX 3060 eingeben und dann Treiber. So, da hätten wir hier am besten die wieder. Sieht sehr gut aus, ja, das nehmen wir, ja, hier gibt es zum Beispiel jetzt im Deutsch, okay, jetzt nicht. So, da haben wir hier die Seite, hier steht was mit Drivers, ja, hier könnt ihr manuell suchen, eben hier ist Notebooks, ja, haben wir nicht, ja, also hier nie wieder 30, das sieht sehr gut aus, nehmen wir das, ja, also wir haben kein Notebook, ja, und wir haben auch keine 3090 Ti, ja, wir haben eine 3060, ja, auch keine 3060 Ti, wir haben eine 3060, ja, so wie es jetzt gerade dort steht, wir haben eine Windows 10 64-Bit, ja, das findet man alles, das findet man zum Beispiel, also meistens ist 64-Bit, ja, unter System und Info, ja, hier steht dann auch, das ist ein 64-System-Typ, 64-Bit-System, ja. Sollte bei euch da 32 oder sowas stehen, wenn ihr einen älteren Computer habt, kein Problem. Bei einem neueren muss hier 64 stehen, ja. Also 64-Bit stehen, ja. Also bei, sonst, ja, kann man immer mal überprüfen, ja, falls mal irgendwas nicht gehen sollte. So, wir haben hier Deutsch und so weiter. Eben, jetzt gehen wir auf Suche starten, ja. Und dann zeigt es uns hier unten dann, schlägt es uns vor, ja. Ich denke 9. August 2022, das
klingt wirklich gut, ja. Wir sind jetzt gerade, hier steht 20. September, ja. Haben wir heute, ja. Also ich denke, das klingt verdammt gut. Den nehmen wir, ja. Also der machen wir runterladen, ja. Dann hätten wir den allerneuesten Treiber, ja. So kann man sich den dann runterladen, ja. Schauen wir mal, was wir damit anfangen können, ja. Sowas kann man natürlich schon, bevor man eine neue Grafikkarte einbaut, kann man sowas alles schon mal machen, ja, und installieren, bevor man die dann einbaut oder umbaut, ja. Eben also eure alte raus und dann die neue rein. Macht Sinn, ja. Wir installieren einfach mal vorher den Treiber, ja. Schauen uns das mal an, wie das hier so geht. Hier steht dann okay, eben. Rest ist eben okay, nehmen wir das, ja, eben. Jetzt lädt es den Treiber runter, ja. So, bis jetzt ist es ja eigentlich fast kein Problem, ja. So, jetzt erscheint das in die Wiederfenster. Dann nehmen wir auf Zustimmen fortfahren, ja. Express empfohlen. Nehmen wir auch das, was uns nie wieder empfiehlt. So, Grafiktreiber werden installieren. So, als nächstes können wir. Ich habe ein Video gemacht, wie man den Computer bewertet, ja. Unter Passmark, also oben Passmark in das Browserfenster eingehen. Dann erscheint hier dann Passmark, müsst ihr mal sehen, www.passmark.com, ja. Also auswählen, ja. Hier oben im Fenster steht so ein Suchfenster. Ich hoffe, ihr seht das, so ein kleiner, wie so eine kleine Lupe, ja, mit so einem Griff dran. Dann erscheint hier so ein Suchfenster. So, jetzt hat es erstmal den Grafiktreiber installiert, ja. Das dauert einen kleinen Moment, also keine Angst, ja. Und hier gebt ihr dann eure Grafikkarte ein, in dem Fall hier die RTX, ja, 3060, ja. Das habe ich vorhin schon mal ausprobiert, ja, ob das funktioniert. Das funktioniert soweit. So, jetzt auf Suchen, ja. Also nicht hier dann die erste auswählen, 3060 Ti steht hier, ja. Das ist es nicht, ja. Das ist es auch nicht. Hier steht dann, Installationsprogramm ist beendet, okay, ja, machen wir schließen. Okay, ja. So. Und weiter geht's, ja. Also hier könnt ihr euch noch mit eurem Google. Das möchte ich nicht, weil ich möchte ja den Computer mal verkaufen und möchte ich den jetzt nicht auf mich anmelden. Eben, das könnt ihr aber dann alles machen, ja. Eben. So, weiter geht's, ja. Eben hier steht dann immer RTX 30 Ti, ja. Also müsst, so wie man es vorhin erklärt hat. Also ich erkläre es euch nochmal, ja. Weil es jetzt gerade mal Sinn macht, ja. Und wieder auf das Zahnrädchen-System, ja. Auf Bildschirm sind wir hier erweiterte Einstellungen und dann Adaptereigenschaften. Hier steht die genaue Bezeichnung, ja. Immer die genaue Bezeichnung eingeben, ja. Hier steht RTX 3060, ja. Also hier nach genau der 3060 suchen, die ist hier RTX 3060, ja. Dann habt ihr hier ein richtiges Ergebnis, ja. Die 3060 hat hier oben steht auch nochmal 12.288 Mbits, ja. Das kann man auch nochmal abgleichen, ja. In dem Fall habe ich eine Rockstrix, die steht aber hier leider nicht drin, ja. Inwieweit das dann abweicht, weiß ich auch nicht, ja. Ich könnte nochmal die Daten nochmal raussuchen, ja. Die hat auch hier TDP nur 170 Watt. Das ist ziemlich, sag ich mal, wenig, ja, sparsam. Auf jeden Fall sparsamer als AMD-Karten, ja. Hier ist PCIe 4.0, ja. Das ist also schon mit das Schnellste, was es derzeit gibt, ja. Eben gibt 3.0 und 4.0. Und die Karte erreicht hier in diesem Test 17.053 Punkte, ja. Eben. So, das Gleiche hier oben im Eck kann man mit der CPU machen. Hier oben wieder auf dieses Suchfeld, ja. Ich habe das schon mal eingegeben, dann da oben kann man eingeben mit der Tastatur, ja. Eben habe ich den Ryzen 3700, dann auf Enter suchen, ja. Dann sucht es mir hier das Ergebnis raus, ja, nicht, das ist nicht immer gleich am Anfang, muss man halt mal sehen. Hier kommt dann Ryzen 9 3000X, ja. Der hat hier 32.765 Punkte, ja. Ist ein 12 Core, so wie ich das gesagt habe, und hat 24 Threads. AM4 Socke, ja, da kann man die beiden Werte kann man zusammenrechnen, so ein bisschen was über 49.000 Punkte, das ist eigentlich sehr gut, ja, also das ist schon
Wirklich ein sehr guter PC, ja, also eben, es gibt natürlich PCs, die jenseits dieser 49.000 sind, ja, also das sagt ja auch keiner, aber das ist schon ziemlich gut und es kostet auch nicht wahnsinnig viel Geld, ja. Und damit kann man schon wirklich auch gut Dinge tun, ja, und das wollte ich euch heute mal zeigen, was man so machen kann, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne Woche oder einen schönen Abend oder guten Morgen, je nachdem, was ihr macht. Also auf jeden Fall, bis bald, ciao.